Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community und diese Woche mit unserem Mitglied der Antichrist, The Antichrist von Rise in seinem WT auf Panzer 4 und das ganze Ghost Town, also in der Geisterstadt. Ja, und wir gehen einfach mal rein und gucken uns das Ganze mal an. So, Ghost Town ja auch noch nicht allzu alt. Er im Simon-Gefecht mit seinem 9er ist natürlich schön. Das ist, wie es aussieht, das 357. Es gab ja jetzt auch kleine Tests von Wargaming, wo schon mal die neuen Templates getestet wurden. Dazu gibt es auch schon etliche Videos. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Nicht von mir jetzt direkt, aber darüber gibt es auf jeden Fall schon etliche Videos. Er hier auf jeden Fall mit drei Artis auf jeder Seite. Und schön, gerade wenn man mit dem WT auf Panzer 4 unterwegs ist, keine Panzerung. Dafür eine ordentliche Kelle und er fährt hier das Ding auch wirklich ohne AP. Das heißt, HE jede Menge und eine ordentliche Heat, falls man doch mal einen größeren, schwereren Panzer hat mit Panzerung. HE tut natürlich schon ordentlich weh. Ich denke mal, wir werden hier die ein oder andere Kelle sehen, gerade auf Ghost Town, wo doch sehr viel offen ist. Und wir sehen auch, es gibt den ein oder anderen Panzer, wo es sich lohnt, mal eine nette HE drauf zu feuern. Das übliche Schauspiel hier an der Stelle. Aber sein Team ist ein bisschen aggressiver hier auf der Seite, aber auf der anderen Seite eigentlich auch. Das gegnerische Team ist zum Großteil nur in der Stadt verteilt. Was jetzt nicht so positiv ist, weil die Stadt doch noch ein kleines bisschen zäher durchkommt, gerade wenn sie da doch so aggressiv sind. Schöner Hit wäre es gewesen. Ich glaube, da hätte ich mal kurz wenigstens aufgeschaltet auf das Ziel, um dann Auto eben mitzunutzen. Aber ob man dann trifft, natürlich in voller Fahrt, das ist eine ganz andere Geschichte. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen kuschelig auf dem kleinen Berg. Jetzt die große Frage, was macht der Gegner und steht da oben, ja, noch ein paar Panzer, die wehtun würden. WT auf Panzer 4 würde mir auffallen beim Gegner und der Skorpion. Die werden beide prädestiniert für da oben. Sind beide auch noch nicht aufgegangen, soweit ich das sehe? Nee. Von daher gut möglich, dass die da stehen. Und dann möchte man selber hier an der Stelle auch nicht aufgehen. Aber er ist trotzdem sehr aggressiv. Er hätte sich auch da einstellen können, wo der Tiger P hinten steht. Was auch immer der da oben auf dem Berg will. Wahrscheinlich ein TD-Fahrer und sonst stellt er sich da auch immer hin. Deswegen macht die Position schon Sinn. Denkt er da wahrscheinlich an der Stelle. Macht es natürlich überhaupt gar nicht. Der könnte in der Stadt mit unterstützen, der Tiger P. Das macht er nicht. Oh, der links. Ja, da drauf zu schießen. Dann eher hoffen, dass der eigene ihn wegmacht, wie es hier jetzt auch passiert ist. Ist ein Spot aber, das ist schon mal schön. Jetzt vielleicht der Lynx, der mal vorfährt und spottet. Er selber konnte jetzt hier noch nicht allzu viel beitragen zu dem Game. Aber er hat eigentlich auch, na gut, er ist 9er, ne? Das muss man ganz klar sehen, er ist 9er. Das heißt, er muss ein bisschen aggressiver spielen, aber er hat einen Panzer, der eigentlich eher die Supporterklasse ist. Und der hat nicht mal annähernd Panzerung, um die irgendwie einzusetzen. Die gegnerischen Panzer, egal wie low sie sind, sie werden ihnen alle pennen. Und es gibt drei Artis. Von daher. Na, Scorpion G hat jetzt die S rausgenommen. Das würde so viel bedeuten, wie er ist auf der anderen Seite. Nee, ah, er ist doch hier. Okay. Scorpion G ist schon mal da oben. IS ist auch da. Ja, er fährt jetzt hier erstmal langsam vor. Ich denke, das ist jetzt auch nicht die schlechteste Entscheidung. Da oben würde es sehr lange dauern, bis er dann doch mal irgendwann Ziele bekommt. Von daher ist das, glaube ich, die bessere Entscheidung, hier vorzufahren. Was macht da der Schrauberling? Was tut er da? Keine Ahnung. Oh, STG. Oh, das wäre ein schönes Ziel. Ja. 984 plus angezündet. Ja, kann man mal so machen. 1350 HP. Die schmecken. Das war natürlich der Move des Polen, was hier der gegnerische der gegnerische STG gemacht hat. Auch der Scorpion jetzt da runterzufahren. Aber wir wissen schon mal, der WT wird wahrscheinlich hinten auf J, was ist das? J8 da ungefähr. Da könnte er stehen, der gegnerische. Hat hier auf jeden Fall den Kill bekommen. 5-6. In der Stadt sieht es auch noch in Ordnung aus. Na, er selber traut sich jetzt hier nicht zu schießen. Da hätte er auf den Capola schießen können.
War natürlich noch nicht eingame. Lädt jetzt hier auch um. Ja, das ist natürlich schade. Lädt jetzt hier um auf eine Heat und hat eigentlich jetzt hier ein Ziel, wo er die Heat absolut nicht brauchen würde. Aber natürlich für den IS macht es natürlich Sinn, da mal eine Heat reinzudonnern. AP würde auch gehen. Aber er spielt ja hier ohne AP. Er spielt ja ohne die HE und Heat. Das wären jetzt natürlich zwei Schüsse gewesen. Da hätte man HE nehmen können. Selbst die IS oben am Campola, da macht man immer noch ordentlich Schaden. Aber der war jetzt One-Shot. Arti ein bisschen wirken lassen. Das ist natürlich vernünftig, da mit der Arti zu spielen. Gerade weil er nicht weiß, was noch dahinter steht. Plus eine Arti lebt ja noch vom Gegner. Das heißt, auch von der Su wollen wir natürlich keine Kelle bekommen. Und da geht die gegnerische IS raus. Aber 18, das sieht nicht so gut aus. Gerade weil der E75 noch in der Stadt lebt. Plus der WT war ja auch noch nicht offen. Das heißt, er hat hier zwei ordentliche Gegner. So, wie viele Gegner sehen wir? Wir wissen, da ist der Tiger 1 noch in der Stadt. Eine Arti. Runtergerechnet ist es dann bloß noch der WT hier auf der Seite. 4, 5, 6, ja. Das heißt, er weiß eigentlich, wo alle sind, außer der WT. Das Problematische daran, das ist jetzt kein schlechter Spieler. Und der sitzt halt im gleichen Panzer wie er selber. Aber in der Stadt ist ja auch noch ein 9er Panzer von ihm. Der da eigentlich keine Schwierigkeiten haben dürfte. Tiger 1 plus E75. Gegner, mit dem man eigentlich ganz gut klarkommt. Gerade mit dem E1. Leider der eigene Tiger P, der gute Henry Goland, ist da rausgegangen. Aber die Position war natürlich auch super useless. Da ist der WT aufgegangen. Das ist eine wichtige Information für ihn. Jetzt weiß er eigentlich, er könnte hier fast vorfahren. Aber, ja. Da kriegt er natürlich seitlich den Tiger 1 rein und sprengt ihn auch noch. Kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Leider geht jetzt hier der eigene Panzer raus. Das heißt, der Gegner wird wahrscheinlich hier durchcappen. Also es ist eine Entscheidung, die man machen kann. Gerade weil man mit zwei Panzern da ist. Aber wie es aussieht, wollen sie ihn hier jagen. Das kommt ihm natürlich entgegen. Also hätte jetzt hier der Gegner angefangen, mit beiden Panzern hinten zu cappen, plus der WT und der E75 verteidigt, die anfährt, wäre das Ding hier gelaufen gewesen. Plus eine Arti im Hintergrund. Fucker, Idiot. Mhm, mhm, okay. Fahrzeug zerstört. Er wird sich auf jeden Fall mal beleidigt. Er ist Full Life. Das muss man ihm wirklich dagegen halten. Er ist Full Life. Er ist aggressiv eine Seite gefahren, wo der Gegner leider aber nicht war. Dementsprechend hätte man vielleicht schon mal ein bisschen anders reagieren müssen. Aber der Gegner lässt es ja, wie es aussieht, wieder zu. Oh, Geschütz war beschädigt. Plus der Kommandant war tot. Und er hat diesen Schuss hier hinbekommen. Der war sehr lucky und der war wichtig. Der war richtig, richtig wichtig. Weil der Leit sonst sehr nervig gewesen wäre, der an der Seite. Glücklich die ganze Sache. Ja, der WT jetzt, den WT anzugehen, das macht, glaube ich, auch am meisten Sinn. Ja, WT hat geschossen, hat nicht getroffen. Oh, der WT. Ob er das denn richtig einschätzt, ich glaube irgendwie nicht. Er bekommt hier, glaube ich, auch einfach die Kanone nicht runter. Da geht der WT raus. Das hat so ein bisschen hier das Spiel auf jeden Fall gedreht. Jetzt sind es bloß noch zwei Gegner. Der E75 ist halt One-Shot. Und der Komet für ihn eigentlich auch. Da geht er raus, der gegnerische. Und jetzt hat er AE reingeladen. Und das reicht natürlich dicke für den E75. Und der E75 kriegt ihn hier mit einem Schuss nicht so einfach raus. Das heißt, der Gegner hat das Spiel eigentlich weggeworfen. Nicht allzu schlau. Aber umso besser hier für den Antichristen. Ja, easy natürlich an der Stelle mit HE reingedonnert und das Spiel an der Stelle gewonnen. Super Ergebnis und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein.
und gucken uns mal an, was hier seine Leistung war. Ja, WZ auf Panzer 4, das Ganze gemeistert. Kolobanov, ne, die letzten 5 getötet. Radley Walters, die Dumitrius Medal für die 3 Artis, Großkaliber. Und die Top Gun, der Krieger. Der Gegner hat es hier einfach weggeworfen. Das muss man so eiskalt sagen. Das hat natürlich dem Antichristen ja, in die Karten gespielt. Dementsprechend konnte er da gut wirken. Und wir gehen mal in die Teamauswertung rein. Und da sehen wir 4.984 Schaden, 9 Kills, 1.545 Base XP. Hat das Game hier nochmal rumgerissen. Der T54E1 auch ein gutes Spiel in der Stadt noch gemacht. Ja, trotzdem, ne? Sein eigenes Team, da waren wieder natürlich ein paar Nuller dabei. Beim Gegner aber auch, ganz klar. Ne? Wie zum Beispiel die Artis. Eigentlich eine gute Arti-Map. Aber sie wurden da doch relativ fix überrannt und hätten sich verlegen müssen, haben sie nicht gemacht. Und deswegen wurden sie hier rausgenommen. Ja, der gegnerische Waffenträger war auch nicht so pralle, ne? Wenn man sich das mal überlegt, so zum Schluss rausgegangen. Tja, machst du nix. Da willst du, da nimmst du die Runde auch gerne mit, muss man einfach so sagen. Und wir gehen in die detaillierten Infos. Und da sehen wir, ja, 11-mal geschossen, 10-mal getroffen, 7-mal penetriert. Und das mit HE. Gut, er hat natürlich auch Heat zwischendurch geschossen. Aber auch mit den HE, da waren ein paar sehr saftige Schüsse dabei. Gerade der STG, der hat gesagt, Dankeschön und dann Abflug in die Garage. Ja, 4.984 Schaden, 1.065 Unterstützungsschaden mit einem kleinen Plus rausgegangen. Eine sehr, sehr schöne Runde. Danke fürs Einsenden hier an der Stelle an den Antichristen. Danke an die neuen Opfer, Musik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Und dann würde ich mich einfach freuen auf eine neue Woche mit neuen Replays. Sendet schön Replays ein, damit ich auch ordentlich aussuchen kann. Und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und dann, ja, einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Replay of the Week von der Rise Community. Macht's gut. Tschüssi.